wenn ihr einen sehr kleinen und kompakten und vor allem sehr sicheren Verbindungsknoten für zwei Seilenden braucht, könnt ihr den Wasserknoten nehmen. Ihr fangt mit dem einfachsten Knoten von der Welt an, der einfache Überhandknoten. Den lasst ihr aber relativ locker, um jetzt mit dem anderen Seilende parallel den ganzen Knoten noch einmal zurückzustecken. Mit ein bisschen Übung ist er dann auch direkt gut geordnet. Das ist der Wasserknoten. Klein, kompakt, sehr sicher, aber nach Belastung schwer zu öffnen.